Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge 5 Dinge, die im Spiel hilfreich sein könnten. Jo, fangen wir gleich an. Ich wüsste zwar jetzt nicht den Nutzen davon, aber meine Community hat rausgefunden, dass es möglich ist, einen Zapcatcher unter Wasser zu installieren. Ist ein bisschen tricky, weil es kann nicht sehr weit unter Wasser, weil man kann sonst das Holz nicht reinbauen. Deswegen habe ich mir jetzt hier auch nochmal einen Zwischenboden gesetzt. Aber es ist möglich, einen Zapcatcher. Ah, mir fehlt noch grobes Seil. Es ist möglich, einen Zapcatcher unter Wasser zu platzieren. Ich denke mal, das wird auch eine Spielerei sein. Das wird irgendwann gepatcht, aber ist halt mal lustig zu sehen, ne? Und dort tauchen auch Zaps auf, weil die kriegt er ja vom Stamm. Also das wäre so das Erste. So, dann kommen wir auch schon zu dem zweiten Punkt. Und zwar, ihr könnt schon sehen, hier haben wir uns eine Seilbahn hingebaut. Jetzt nehmen wir uns mal 6 Unkrautstängel. Und ich habe da was vorbereitet, um es euch mal zu zeigen. Hier schwimmen und schwimmen und schwimmen. Da kann man schon sehen. Hier habe ich jetzt mal einen Haken hingemacht. So, jetzt schwimmen wir mal zurück. Ist natürlich jetzt bei mir eine total sinnfreie Lösung, die ich hier mache. Aber wenn ihr seht, was gleich machbar ist. Ah, das Schwimmen hält immer so lange auf. So. Wieder oben angekommen. Gehen wir jetzt mal auf die Seilbahn. Zack. Und er findet das unter Wasser. Die machen wir. So, und sobald man unter Wasser die Seilbahn nutzt, funktioniert die dann auch wieder. Das heißt, wie ihr gerade gesehen habt, sobald er aufs Wasser aufschlägt, lässt er die Seilbahn los. Aber ihr könnt die halt hier unter Wasser genauso benutzen. Ist vielleicht gar nicht mal so blöd, hier den Eingang zum Dino damit zu machen oder ins Labor rein oder. Gut, dann sehen wir uns gleich beim dritten Punkt. So, dann stellt man sich mal vor, man ist noch ganz am Anfang, hat noch kaum Waffen, kaum Werkzeug und dann ist immer das Problem mit Rüstung, mit Nahrung, Getränke und hin und her. Das erste, was man dann erzielen könnte, ist entweder der Grill, der kleine, sprich den hier, den Spießgrill. Ist halt blöd, weil das Zeug, das hat eine Haltbarkeit und ja. Dann gibt es die Möglichkeit, sobald man nämlich die ersten Eicheln gefunden hat, die Smoothie-Küche zu machen. Und das ist nochmal so ein Tipp am Rande, weil für das Dörrgestell und für das Pilzbeet braucht man einiges an Material und für das Dörrgestell braucht man die Bombardierkäfer, die man am Anfang nicht so leicht farmen kann. Aber da gibt es einen Tipp, macht euch eine Smoothie-Küche, weil es funktioniert immer noch. Macht euch eine Smoothie-Station. Und auch wenn ihr keine richtigen Nahrungszutaten, Rezepte oder sonst was habt, ihr könnt jeden beliebigen Kram da reinmachen. Und dann bekommt ihr diesen Smoothie mit Fragezeichen. Das Gute an diesem Smoothie ist, dass der Inventar, ihr seht schon, er macht Durst voll und er heilt auch. Also ihr kriegt keinen Giftschaden oder sonst was. Ihr könnt auch 3 Steine vercraften. Ihr könnt da reinmachen, was ihr wollt. Wenn ihr Glück habt, habt ihr ein Rezept erwischt. Aber zu den Rezepten habe ich auch noch schon ein Tutorial gemacht. Könnte ich mal gucken, ob ich das an der Stelle hier oben irgendwo verlinken kann. Ja, aber nur so ein Tipp am Rande. Solange ihr noch kein Rack bauen könnt, verwurstelt alles auf den Smoothies. Gut, dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. So, dann der nächste Punkt wäre, es gibt seit dem letzten Update, kann man die Heilbombe machen. Wie ich es jetzt rausgefunden habe, wird es von vielen falsch gesehen. So, es wird immer so voll ins Multiplayer reingedrückt. Weil ja, es ist richtig, man wirft die Heilbombe jemandem gegen Kopf und er wird geheilt. Was man aber auch beachten muss, ist, dass das Handy wieder nervt, okay. Was man aber auch beachten muss, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt selber einen Schaden bekomme,
wie jetzt, kann ich mich auch selber damit heilen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, ich habe eine Decke direkt über mir, wenn sie nicht zu hoch ist. Oder ich habe es auf dem Boden und dann tue ich das einfach. Zack. Und schon bekomme ich die Heilung von der Heilbombe. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt von heute. Und zwar, ihr habt das Problem, ihr wollt euch eine Spinne fangen oder was auch immer. Und ihr habt dann auf einmal das Problem, dass mehrere auf einem Fleck sind. Das heißt, wenn ich jetzt da reinlaufen würde, kommt gleich die Schlafende angerannt und auch die andere und würden mich beide platt machen. Wir werden jetzt mal versuchen, und das hoffe ich, dass ich die jetzt mal ins Bild bekomme. Und zwar, wenn ihr solche Gruppierungen habt, genauso bei den Ameisen, wenn ihr in den Ameisenbau geht und wollt nach und nach die Ameisen rausziehen zum Töten oder wie auch immer, gibt es halt die Möglichkeit... Ja, wo bleibt sie denn, die andere Spinne? Gibt es dann die Möglichkeit, dass ihr mit einem Pfeil immer nur ein Tier locken könnt. Das bedeutet, wir versuchen es mal von der Seite zu erwischen. Da haben wir die schlafende Spinne. Oder jetzt nicht mehr schlafend. Die hat mich aber noch nicht registriert. Die ist zu weit weg. Die ist zu weit weg. Okay, dann machen wir einen ganz kurzen Cut und dann zeige ich euch das nochmal bei den Ameisen. So, bei den Ameisen angekommen, zeige ich euch jetzt, was ich damit meine. Ihr habt mehrere Gruppierungen auf einem Punkt. Wenn ich jetzt da runterrennen würde und würde der eine geben, dann kommen sie alle angerannt. Es gibt halt die Möglichkeit, man kann sich separat immer das Tier, was angeschossen wird, wird gelockt. Genauso ist es bei den Bienen. Die anderen lassen mich jetzt in Ruhe erstmal. Es wird nur die gelockt, die auch angeschossen wurde. Und genauso könnt ihr bei den Bienen vorgehen. Wenn ihr eine anschießt, kommt auch nur die eine. Wenn ihr gleich zwei, drei Stück dann erwischt, dann ist vorbei. Ja. Okay, das wollte ich euch noch gezeigt haben. Wie gesagt, Gruppierungen löst ihr am besten mit Pfeil und Bogen. Immer ein Tier anschießen, dann ist das Tier auf euch getriggert. Ihr solltet halt trotzdem aus dem Bereich von den anderen sein, ne? Gut, das waren die 5 Tipps, die ich euch heute mit auf den Weg geben wollte. Ihr kennt das Spielchen, wenn euch die Folge gefallen hat. Däumchen nach oben, kommentieren, abonnieren, macht was ihr wollt, ne? Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss.